Kennt ihr das Ganze, dass man bei Homberg eine Bahn gefahren hat, eine bekannte Dampflok? Und ich habe natürlich auch Hoffnung, dass das eine Bahnstrecke und ja, es gibt einen Beitrag bei hier zum Beispiel. Ich zitiere, machen wir ein bisschen größer, dass man besser sehen kann. Oh, nicht so groß, das backt ein bisschen und besser. Bürgerinitiative, dass das Kanonenbahn, eine Reaktivierung und fördert die Politik. Das ist ja Pressemitteilungen. Das heißt, sieht ja so 10 Bahnhöfe und die Trasse ja so rapid, ne? Und wenn ich das so lese, dass das so irgendwann mal so gut ist, dass man hier wieder mal den Zug nach Homberg fahren könnte, auch dahin und zurück. Bedenken. Und jetzt denken sich alle, wie wird das eigentlich kosten? Mauersteine nicht, sondern echt Kohle. Es wird wahrscheinlich nicht so viel kosten für eine Reaktivierung für diese Bahnstrecke und natürlich, dass das die Strecke hier Gießen und Kassel geht und dazu eine Bahnstrecke da gehorchen tut. Immer natürlich Kanonenbahn. Immer noch eine Zukunft gibt. Und dazu haben wir geguckt, ja, kann man da, wenn ich dieses, hab mal dieses Video geschaut, da 2004, also so wurde das auch aufgezeichnet, so war das so vorher nicht. Das war ja auch so, Schild war ja vorhanden, aber ganz anders sah es da ganz aus. Und ich habe ein bisschen mal geguckt, wir gehen mal jetzt in Google Maps rein, weil Google Maps ist sehr wichtig. Euch mal zu so zeigen. Und dann würde ich mir sagen, ob das auch das lohnt. Wir geben einfach mal Bahnhof ein. Bahnhof. Einfach mal Bahnhof. Zack. Ihr müsst auch diese wählen, das angenehmer ist zu sehen, dass das auch ja kommt. Das bei Einfahrt hier, dass man hier sehen kann, Vorbeitreiser. Dass das die Einfahrt für andere paar Gleise, also ihr kennt schon diese die Gleis 1, Gleis 2 und 3 und 4. Manchmal der Regiotram da damals stand, heute gar nicht mehr, traurig finde, naja. Und dazu gibt es einen anderen Gleis, der folgt uns bis zum alten Bahnhof. Der alte Bahnhof, ein kleiner Bahnhof, der auch eine Geschichte gespielt hat. Auch zu Personenverkehr. Und wenn man beispielsweise mal rüber geht, dass das Gleis über den Schwalm, über diese hinausgeht, dann man sieht, die Gleise gehen weiter und man fährt, das hieß die Schwalm, und da fährt einfach so weiter rüber, die beiden Gleise, das ist Normalbetrieb und wir fahren hier einen Betrieb hier hin, das ist dann die Betrieb außer Betrieb genommen. Dieses Gleis wurde das außer Betrieb genommen. Dieses Gleis hätte noch leben können. Außer man kaum geht schwer dahin und man kann auch schwer sehen, dass das Gleis vor einer Kanonenbahn stand, meine Güte. Und man sieht ja hier, dass Kanonenbahn erschien. Und man sieht hier das ganze komplette und dann bis zum hier rüber geht und dann hört es irgendwann die Schienen irgendwo auf. Und dazu gibt es auch Hoffnungen, dass das ja irgendwann mal auch nicht so fallen wird, dass sie immer so, ja, dass es so ist. Und dazu gibt es irgendwo eine Einfahrt. Und damit geht es einfach zurück bis zum alten Bahnhof hinein. Dazu bezweigt die Strecke hier von diesen Hauptstrecke ab zum alten Bahnhof und dann bis zum die bekannte Bahntrasse. Und dann zeige ich euch mal. Dieses zum Beispiel, dieses bekannte Bild. Wir sehen hier, dass das Deutschen Bahn hier Richtung da geht und da eine Bundeswehr. Und meine Frage ist, das sieht ganz anders aus, wenn ich meine, hier sind eine, zwei Weichen und da ist natürlich auch so Punkt. Die Strecke gibt es ja noch, aber die ist leider Gottesweise in meine noch nie, meine Geburt noch nie, außer Übertriebsgesetz, das heißt eingestellt. Es wurde auch stillgelegt, nur um Sachen zu machen. Und so stand das hier.
Und dazu als fremder Mensch würde ich nicht aufhalten, einfach mal umgucken oder was. Sehr schlecht, weil man bedenkt, Bahn hat auch zu viel zu tun, auch seine Züge zu fahren. Da jetzt da suchen, würde ich nicht machen. Und natürlich sucht der anderen immer und so. Aber wenn man das hier sieht, dass das hier Bundeswehr und Deutsche Bahn geht, AG ist. Also man sieht, das ist die Einfahrt hier und da noch anderen. Also dass natürlich halt nichts vergessen ist. Und dazu geht man jetzt hier zurück und fahren hier rüber. Hier ist das bekannte Gleis, das Gleis. Das Gleis stand hier. Also über dem Parkhaus, über dem Parkplatz. So jetzt ausgesprochen, tut mir leid. Und wenn ich da beispielsweise hinausfahre, über den alten Bahnhof reindonnere, man sieht, ist andere Trasse noch übrig. Das ist die noch. Das ist von der Kanonenbahn. Ja, das ist dieses halt. Und dann führt er natürlich bis zum Bahnhof ab. Also große Geschichte über die Kanonenbahn. Und ja, das ist natürlich schlecht nachvollziehen, wie viel davon jetzt Geld investieren wollen. Davon eine Bahnverbindung Richtung Homberg-Efze bekommen und vielleicht mal auch mal hinfahren könnte. Ich könnte es mal nützen. Aber ganz ehrlich, Busfahren, das sollte Zukunft sein? Nein, nein, danke. Also ich habe mir gedacht, hier haben wir geguckt. Ist natürlich so abgebildet, aber Realität, das ist natürlich da, wo die Ecke findet. Das kann ich leider nicht zeigen, weil es ist einfach nur eine. Ist nicht gut, da irgendwo aufzuhalten oder irgendwas, dann denken sich komischen Leuten da, was denn da? Aber man sieht, das ist die Strecke. Diese beiden sind noch im Betrieb hier. Diese beiden Gleise hier. Aber nicht das Gleis, was ich hier sehe, was ich in der Hand habe, das ist außer Betrieb genommen. Das wurde von der Kanonenbahn. Also, ja, das habe ich euch mal gezeigt hier. Die Kanonenbahn so gibt, ne? Außer nicht mit Kanonen nicht schießen, ne? Also, keine Sorge, es heißt nur Kanonenbahn. Kanonenbahn.